Guten Morgen, Mallorca. Ja, es regnet auf Mallorca. Hinter mir, das ist der Dieter. Guckt euch das mal an. Der hat wieder einen riesen Transporter mitgebracht hier aus Deutschland. Der ist tatsächlich extra hierher gekommen. Ist nicht das erste Mal, dass die hierher gekommen sind. Normalerweise, da steht es auch drauf, sind die im Eventbereich tätig. Das Ganze ist einfach durch Corona ins Kippen gekommen. Das heißt aber nicht, dass man in dieser Zeit nicht helfen kann. Wen das interessiert, der guckt mal unter gemeinsam schmeckt helfen besser, so ungefähr. Könnt ihr mal nachschauen, da ist auch der Mario, jetzt fängt es gerade richtig an zu plästern. Da hinten ist das Kartoffelhaus, wo jetzt schon die Reklame abgebaut ist, das habe ich euch ja die Tage berichtet. Und ja, wir gehen mal eben kurz ins Trockene, weil jetzt fängt es gerade richtig an zu plästern. Und er wird gleich ausgeladen. Also da sind, ist wieder jede Menge dabei. Und ich habe Dieter gerade gesagt, also eine Sache ist jetzt schon drin. Ne? Guckt euch mal an, wo wir mit den Familien jetzt helfen können. Kissen aus dem Hilton Hotel. Also wer seine Babys auf einem Hilton Hotel Kissen betten will, der kann das machen. Also so funktioniert Hilfe. Ein großes Hotel braucht es nicht mehr und ganz unkompliziert kommt das dann hier an. Eine Sache habe ich jetzt noch, hat am Rande was mit den Hilfen zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also um 12:30, gab es Ausschreitungen am Plaza España, also in Palma. Dort sind Demonstranten mit der Polizei aneinander geraten. Eigentlich haben die dort friedlich gesessen, wie sie schon am Freitag, also mit dem gleichen Plakat vor den Regierungsgebäuden gesessen haben. Da hat sich irgendwie nichts getan. Und in der Nacht meinte man dann um 12:30, man muss das Ganze auflösen mit Schlagstöcken und etwas mehr Gewalt. Es gibt dazu ein Video bei Crónica Baleares. Wer von euch Spanisch versteht, hört da auch raus, dass der eine Polizist sagt, ihr treibt die darum. Die anderen treiben die darum und dann wurden sie auf eine große Straße getrieben und es sah eigentlich so aus, als wenn die Demonstranten die Bösen sind. Eigentlich wollten sie nur Antworten haben auf ja wirklich die Situation der hohen Arbeitslosigkeit, auf das wirtschaftliche Desaster, was immer mehr wird und vor allen Dingen das Allerwichtigste, wollten sie Antworten haben auf die Freiheiten, die immer mehr beschränkt wurden und Not und Elend, was wir auf dieser Insel haben. Also das nochmal eben am Rande. Ich hoffe, wenn ihr Nachrichten seht, wertet das so, wie es ist. Eigentlich hätte, sag ich mal, am Freitag das Ganze schon mit einer vernünftigen Aussprache mit der Demonstrationsleitung friedlicher gehen können, dass man eine Demonstration, auch wenn es eine Ausgangssperre gibt, in der Nacht mit Gewalt auflöst, ist keine Lösung. Das heißt, überall eigentlich Gewalt ist keine Lösung. Und selbst wenn jetzt hier Abstände nicht eingehalten wurden, wenn Masken nicht so getragen wurden, wie es Politik gerne hätten, gibt es keinen das Grund, Gewalt auszuüben, wenn Leute einfach nur da sitzen. Ich denke mal, wenn man die dort hätte sitzen lassen, die hätten heute Morgen da immer noch gesessen, um kundzutun, dass es so einfach seelisch nicht mehr weitergeht. Das für euch jetzt mal ganz früh. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wie gesagt, aktuell hier auf der Insel Regen. Ne? Seht ihr? Also kein Sangria-Wetter, wie bei Holger und Juliette. Hinter uns das Ponent, was immer noch geschlossen hat. Ach so, eins habe ich noch. Das Cello Garden, also das Hotel, ist geschlossen jetzt. Der Hotelbetreiber hat alles abgegeben, der hat die Schlüssel abgegeben. Also wer von euch im Cello Garden Urlaub gemacht hat, muss sich dann wohl jetzt erstmal ein anderes Hotel suchen. Denn bei denen war es so, der Geldhahn war dicht. Also der hat die Zeit nicht überstanden. War auch nur ein Pächter, was heißt nur. Aber hier ist wieder mal ein Hotel weniger und ich glaube, es wird nicht das erste Hotel sein, was wir so spürbar mitbekommen, weil da hat man es das richtig mitbekommen. Alles, was noch zu Geld zu machen war, ist dort ausgeräumt worden. Das Cello Garden ist beräumt, wenn man so, wie man so schön sagt. Was auf jeden Fall aufmachen wird, ist das Moorlands. Man kann nur hoffen,
dass es nicht das einzige bleibt und dass noch viele Hotels nachziehen. Klar, ein paar andere haben auch noch auf. Mir fallen jetzt die Namen nicht alle so auf mal ein. Aber die Frage von euch nach eurem Lieblingshotel, wann es aufmacht, solltet ihr mal wirklich direkt bei euren Hotelbetreibern klären. Denn einige sind dabei, wie das Cello Garden, die für immer die Türen geschlossen haben. Das soweit live aus Mallorca, live aus Pagera bei regnerischem Wetter. Wir sehen uns und nochmal vielen, vielen Dank an Ute Schormann und ihr Team in Hamburg und Köln, die uns mal wieder mit einer Sachspende aus Deutschland hier schwer unter die Arme greifen. Euch gilt der Dank und wir sehen uns wieder im nächsten Video.